So, ihr Lieben, herzlich willkommen im Jahr 2024. Nochmal allen ein gesundes neues Jahr. Ich bin zurück aus meinem Weihnachts- und Silvesterurlaub, wenn ich das so nennen darf. Und natürlich jetzt auch auf beiden YouTube-Kanälen für euch wieder mit Content da. Wir schauen uns heute mal Cristiano Ronaldo an. Ich möchte ihn euch mal gerne zeigen, denn ich bin selber komplett überrascht, wie gut er funktioniert. Er ist meiner Meinung nach sogar mittlerweile für mich der beste Mittelstürmer, den ich habe. Und viele von euch wissen es ja, ich habe etliche gute Karten. Finde ich voll krass. Hier übrigens meine aktuelle Bilanz. Der ein oder andere von euch, der vielleicht auch viel Spieler ist, wird sagen, oh Gott, Jens, gar nicht mal so gut. Sehe ich erstmal grundsätzlich nicht so, habe gerade Division 2 erreicht und ich habe über die Hälfte dieser Spiele auf meinem PlayStation-Portal Remote Player gemacht, der ja im November, glaube ich, rausgekommen ist oder war es im Dezember für bisschen über 200 Euro dieses Gerät. Ich kann es euch nur empfehlen, macht viel Spaß, aber worauf ich hinaus will, das hat natürlich schon auch einen kleinen Delay-Input, sage ich jetzt mal. Das hat man hier und da bei einigen Partien schon gemerkt. Aber ich wollte trotzdem spielen, Fortschritt erreichen, im Saft bleiben. Ja, und weil mir macht es jetzt aktuell auch echt wieder viel Spaß, dadurch, dass sie ja die Divisions 1 bis 3 auch statistisch jetzt so wie gesehen hier zusammengelegt haben, finde ich, ist die Motivation auf jeden Fall größer, jetzt auf Division 1 zu spielen, weil man einfach eine schönere Statistik hat. Aber das sollte nur ein kleiner Ausflug in diese Richtung gewesen sein. Ihr seht es jetzt hier auch, Partienverlauf. Ich habe die letzten 10 Spiele, glaube ich, auch gar nichts mehr verloren. Also ich denke, daran kann man das auch ganz gut erkennen, dass ich da mittlerweile eigentlich auch ganz gut bin. So, Cristiano Ronaldo, ich möchte euch natürlich zeigen, wie ich ihn gelevelt habe. Ihr seht es jetzt hier, richtig stark, Schusskraft, Abschluss, beides auf 94, Körperkontakt 84. Will euch nur mal so die wichtigsten Sachen mitgeben. Köpfen 80, er war ja schon immer auch ein guter Kopfballspieler. Standardsituation 80, Anschnallen 83 ist echt gut. Flachpass, gelupfter Pass 80 und 72 mit den entsprechenden Skills ist natürlich dann auch cool, weil ihr ihn vorne auch zum Kombinieren gut nutzen könnt. Dribbling-Werte hier seht ihr ja auch mit Ballkontrolle, Dribbling. Das sieht schon alles wirklich echt gut aus. Jetzt schauen wir uns mal seine Statistiken an und die haben es echt in sich. Ihr seht es jetzt hier, ich habe 8 Partien mit ihm mittlerweile gespielt, 13 Tore geschossen und das waren jetzt keine KI-Partien, sondern wirklich alles Spiele hier in Divisions, auch wo ich jetzt mittlerweile auch merke, spätestens seit ich in Division 3 bin, also da geht's echt zur Sache, da ist kein Fallobst bei oder sonst was, also da muss man auch schon fighten, aber das macht mir eigentlich echt Spaß und ihr könnt euch jetzt eigentlich auch wieder auf den ein oder anderen Livestream dann mittags in meiner Pause daheim im Homeoffice freuen oder wenn sich das für mich natürlich dann auch mal anbietet, entsprechend auch mal abends, also da die Augen offen halten. Richtig geil, muss ich sagen. Bin echt geflasht, dass er so gut funktioniert. Hab mal die ganzen Statistiken meiner Top-Spieler angeschaut, also da sind schon viele gute auch bei. Romario, Shevchenko und andere. Aber diesen Start hat keiner von ihnen hingelegt. Und das wollte ich euch hier eigentlich nochmal ganz kurz vermitteln. Ja, das war mein kleiner Ausflug zu Cristiano Ronaldo. Wie gesagt, ich kann ihn euch nur empfehlen, so er denn noch ziehbar ist. Leute, unfassbar, muss ich ganz ehrlich sagen, auch vor allem mit seinem phänomenalen Abschluss halt noch als Sonderfähigkeit, das meine ich auch zu merken, ja, also das merkt man auch, dass er hier und da echt filigraner ist und ich sag mal insgesamt zielgerichteter und kräftiger und vor allem, ihr könnt mit ihm auch beidseitig Tore erzielen ohne großartigen Qualitätsverlust. Das ist schon echt eine Mittelstürmerbombe für mich, aktuell auch daher in meiner ersten Elf gesetzt als Mittelstürmer, trotz Drogba, trotz Romario, trotz Shevchenko. Das ist schon echt krass. Das soll mal mein kleiner Einblick in die Cristiano Ronaldo-Karte gewesen sein. Jetzt gibt es aber für euch noch ein
Spiel, ein Gameplay hinten mit rangeschnitten von mir, wird das nicht nachkommentiert. Zwar eins meiner ersten Spiele mit ihm. Schaut euch das einfach mal an. Da sieht man es schon wunderbar, wie geil er performt. Habt viel Spaß. Lasst ein Abo da, Leute. Lasst einen Daumen da. Wir starten dieses Jahr weiter durch mit eFootball und dann bald auch UFL Football, wenn es denn kommt. Denke, das wird noch ein bisschen dauern, aber da werde ich die nächsten Tage dann auch noch mal in einem gesonderten UFL-Video drauf eingehen. Leute, habt Spaß, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
There will be 1 minute added time. Just a quick announcement, it is now time for our special lottery. Please grab the tickets you were given when you were walking through the gates. The attendance for this match was 71,649.
Substitution on the field. Number 4, Romario. Number 21, Messi. Number 9, Mbappe. Number 22, Bruno Fernandes. Number 5, Scholes. Coming on the field, number 18, Robert Lewandowski. Number 11, Kingsley Coleman. Number 8, Neymar. Number 17, De Bruyne. Number 7, substitutions taking place.